Was ist so witzig? Nichts. Ich mail nur mit dieser Mutter von der Schule. Wir sind beide freiwillige Helfer. Du schreibst E-Mails? Ist harmlos. Hier. Hey Jay, war schön mit Ihnen im Planetarium Quatsch zu machen. Ihre Witze sind nicht von dieser Welt. Okay. Wenn es so harmlos ist, weiß Gloria sicherlich über diese kokette Witzelei Bescheid. Jetzt mach keine Riesennummer draus. Oh mein Gott, klar. Deshalb hat er das Hemd heute an. Weil es deine Augen so wunderbar hervorhebt. Ich lass nicht zu, dass ihr Waschweiber Gerüchte verbreitet. Oh. Parken Sie bei den Schaukeln, dann tragen wir die Sachen zusammen rein. Parken Sie bei den Schaukeln, dann tragen wir die Sachen zusammen rein. Ihr bauscht das auf und jetzt bin ich weg. Okay, grüß deine Freundin, schön. Sie ist nicht meine Freundin. Wir schreiben nur, weil unsere Kinder in einer Lesegruppe sind. Verdammt. Hey, da ist ja mein Lieblingsdate der Klasse. Oh, hey. Können Sie mir eine Schleife machen? Mit Vergnügen. Nicht mit Vergnügen, natürlich. Das klingt schräg. Und ich bin kein schräger Mann. Mitch und Cam hatten es geschafft. Ich hatte eine völlig unschuldige Beziehung zu der lustigen Mom. Aber dann haben sie mir Schuldgefühle eingeredet. Ich konnte auf einmal nichts mehr sagen, das nicht auf irgendeine Weise doppeldeutig klang. Zeit fürs Bett? Spielzeug? Steckspiel? Ich habe ein paar schöne Tomaten. Oh, ja. Haben Sie was verschüttet? Nein, ich arbeite nur angestrengt an der Pizza. Den hier nehme ich lieber ab. Ha, fühlt sich nackt an ohne. Haben Sie sich auch mal nackt gefühlt? Machen wir ein Selfie für die Schülerzeitung. Also zeigen Sie mir die babyblauen Augen. Haben Sie meinen Ofen vorgeheizt? Nicht mit Absicht. Mir reicht's. Das unkontrollierte Auge, die Lügen. Warum war ich so nervös? Ich hatte nichts falsch gemacht. Na gut, da war dieses freundliche E-Mail-Geplänkel und ich weiß auch, dass blaue Hemden meine Augen betonen. Vielleicht habe ich ein paar Liegestütze vor der Pizza-Party gemacht, aber es hatten doch alle was davon. Er glaubt, er kann mir was vormachen. Sonja, ich muss auflegen. Wo warst du den ganzen Tag? Ich weiß, was das wird. Okay. Ihr Name ist Laura, sie bedeutet mir nichts. Ich hatte meinen Ehering nur deshalb nicht an, weil ich Angst hatte, ich verliere ihn in ihrem Teig. Es tut mir leid.